Hallo ihr lieben Leseratten, ja, willkommen zu meinem ersten Video über die Buchmesse. Ich bin noch total geflasht von all den Eindrücken, habe mir jetzt einen mega langen Stichwortzettel gemacht, damit ich auch ja nichts vergesse. Es war hammer, mega, gigantisch. Ich weiß jetzt gar nicht, wie spät wir haben, aber es müsste so zwischen 18 und 19 Uhr sein. Pi mal Daumen, ich weiß es nicht genau. Und ich habe es echt nicht geschafft, bis jetzt was zu essen, weil ich einfach keine Zeit hatte. Ja, mein Gutscheinbuch ist demnach noch total voll, obwohl es bei irgendeinem Stand auch eine Goethe-Backform gibt. Ich hoffe, die gibt es morgen noch, weil die wollte ich mir unbedingt noch besorgen. Und ja, es war ein mega schöner Tag. Ich freue mich, euch jetzt endlich darüber zu berichten. Ja, erstmal habe ich ja durch Facebook meine Unterkunftsleute kennengelernt und habe die total ins Herz geschlossen. Die wissen es noch nicht, aber ich würde nächstes Jahr hier wieder übernachten. Wirklich ganz, ganz liebe Leute. Und ich freue mich, dass das alles so geklappt hat. Und ja, dann, als erstes wollte ich eigentlich sagen, die Britta hat die Haare schön. Britta Sabak ist gemeint und ich hoffe, sie guckt dieses Video. Und Britta, ein kleines Augenzwinkern an dich. Du hast wirklich wunderschöne Haare. Ist so ein kleiner Insider. Ich werde das bestimmt jetzt noch ein paar Mal wiederholen, aber sie hat ja auch tolle Haare. Und viel schönere als Bernhard Voegger. Das musste nochmal gesagt werden. Ja, als erstes war ich heute Morgen am Lübbe-Stand. Dort war ich halbwegs mit dem Key-Account-Manager verabredet, aber er wusste das auch nicht mehr so recht. Eigentlich hätte ich ihn auch nochmal anrufen sollen. War wurscht, denn wisst ihr, wen ich da gleich gesehen habe? Den Uwe Ochsenknecht. Ja, der war so am Posen und das Fernsehen war auch da. Da wollte ich nicht gleich reinkrätschen und habe so gedacht, wir lassen es mal langsam angehen. Und bin dann erstmal runter. Ach nein, ich habe erst noch einen Latte Macchiato getrunken. Und dort auch einen Bekannten getroffen, den Jens, auch ehemaliger Buchhändler, der jetzt sich selbstständig gemacht hat mit Fachliteratur. Ja, interessiert er jetzt keinen mehr, aber das Witzige war, der ist mir auf der Messe ein paar Mal begegnet und immer dann, wenn ich gerade irgendwo stand und einen Kaffee geschlürft habe, es war echt schon unangenehm. Ich habe mich dann immer schon vor die Tasse Kaffee gestellt, aber es war echt witzig. Dann bin ich runter zu Random House gegangen und dort habe ich mein Claudio-Schätzchen getroffen. Ich habe euch schon viel von Claudio berichtet, immer mal in Videos. Und jetzt könnt ihr ihn zum ersten Mal sehen. Ich blende hier mal ein Foto von ihm ein. Das Witzige war, wir haben dann noch ein Foto vor dem Buchtitel, oh, ich weiß leider gerade die Autoren nicht, aus dem BTB-Verlag vor der Springflut gemacht. Und wegen Springflut sind wir auch gesprungen. Und auch das Bild, ja, unsere Köpfe sind nicht drauf, aber ich finde es genial einfach. Das blende ich euch jetzt auch nochmal ein. Ja, hat voll viel Spaß gemacht. Ja, und diese Fotos hat keine geringere geschossen als die liebe Anka von Ankas Geblubber. Auch sie habe ich getroffen. Hier das Foto. Und Anka hatte im Schlepptau eine Freundin, auch eine Bloggerin. Und die sprach mich an und sagte, Leseratte mistet aus. Somit war mein erster Beutel theoretisch vergeben. Den hatte ich natürlich an der Garderobe gepackt. Ich wusste ja nicht, dass das so schnell ging und hatte ja auch keine Lust, die ganze Zeit ja dieses Buchpaket rumzuschleppen. Und wollte ihr das später wiedergeben. Leider haben wir uns am heutigen Tag nicht mehr getroffen. Dazu dann später mehr. Ja, dann wollte Anka rüber zu Heine, zu Wulf Dorn. Und das hatte ich eigentlich so nicht geplant, aber da habe ich gedacht, ach, ein Promi-Foto mehr als geplant, ist doch immer super. Wollte mich ihm gerade vorstellen, da sagt er, ich kenne dich, an deiner Frisur hat er mich erkannt und hat gleich gefragt, wo ist dein Schwesternkostüm? Ja, war total klasse. Ungefähr im selben Moment kam eine Frau auf mich zu und sagte, hallo, ich bin die und die, ich bin Likerin. Da habe ich überlegt, Likerin, was ist das und welcher Verlag ist das? Ja, bis ich geschnallt habe, dass sie ja praktisch eine Zuschauerin ist, die meine Videos verfolgt. Oh, da habe ich mich so gefreut.
Und auf die komme ich, wenn ich es nicht vergesse, später auch nochmal zu sprechen. Ich zeige euch jetzt erstmal ein Foto mit Wulfdorn, der, ich glaube, Tanja heißt sie. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Also der Zuschauerin und der Anker. Ich glaube, sonst war keiner auf dem Foto. Ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht. Aber ich blende euch das mal eben ein. So, danach wollte ich hoch zu einem Kochverlag. Ich hatte das auch auf meinem Blog gepostet, hatte ja euch dann gesagt, wer da alles so sein wird. Und Anka und ihre Freundin haben gesagt, das wäre nicht so ihr Ding. Habe ich auch verstanden, bin dann alleine hochgetigert. Und wen sehe ich da? Die liebe, liebe Eni. Auch da habe ich ein Foto mit ihrem tollen neuen Backbuch. Das zeige ich euch mal. Ja, und was soll ich sagen, die ist super lieb, die ist super nett, hat sich echt dafür jede Zeit genommen, stand so eine kleine Schlange, alle wollten ein Autogramm. Der Herr Buchholz war auch da, der saß da am Tisch, auch ein Promi-Koch. Ich weiß noch nicht, ich war noch nicht so aufgetaut, sonst hätte ich ja da auch ein Foto gleich machen lassen. Aber egal, ich habe die eh nie kennengelernt, ganz kurz natürlich, aber die sieht in echt viel, viel jünger noch aus als im Fernsehen. Die hat echt so was Erfrischendes und ja, ihr eigenen Stil, das mag ich total gerne. Also super, super Frau. Ja, und dann trudelten nach und nach die Kochprofis ein, da blende ich euch auch nochmal die jeweiligen Fotos ein. Und Nummer 3. Oh, ich hoffe, dass mein Sohn sich das Video anguckt. Er wird stolz auf Mami sein, weil er liebt die Kochprofis. Ja, mein Schatz, wenn du das sehen solltest, leider hatten die nicht viel Zeit. Die haben dann natürlich auch viele Pressetermine und ich konnte keine Autogrammkarten bekommen. Ich hoffe, du bist nicht zu enttäuscht. Ja, dann ging es wieder runter zur ARD-Arena. Auf dem Weg dorthin habe ich eine Raupe getroffen. War ganz witzig in so einem Kostüm. Ich zeige euch mal eben das Bild. Ja, und die Person, das war eine Frau unter dem Raupenkostüm, die tat mir tierisch leid. Ich hatte ja den ganzen Tag hier den Poncho an und ich habe es echt bereut. Es war tierisch warm und ja, für draußen war es ganz angenehm, aber innen drin war es echt zu warm und ich werde auch die nächsten Tage mich etwas leichter bekleiden. Ja, dann ging es wie gesagt zur ARD-Bühne und dort war gerade Uwe Ochsenknecht. Ich habe leider ziemlich viel verpasst, muss ich gestehen, aber die letzten Minuten habe ich noch gefilmt und da zeige ich euch mal einen kleinen Ausschnitt. Das fand ich eine ganz lustige Geschichte. Sie sind ja mal hingefahren zur Oscar-Verleihung und man stellt sich das natürlich alles wahnsinnig glamourös vor. Ihnen ist es ein bisschen anders ergangen vor Ort. Ja, also die Geschichte wird auch länger dauern, um die auszubreiten, nur in kurzen Worten. Ich und meine damalige Frau, wir hatten da eine schwere Grippe, sind nach L.A. und man hat uns, also mir hat man gesagt, pass mal auf, du kriegst ein Ticket, ein Ticket Business Klasse, und dann will ich meine Frau mitnehmen. Und da haben die gesagt, von der Produktionsfirma, ja, wir haben ein Ticket Business Klasse, wenn du deine Frau nehmen willst, dann müsst ihr beide Economy fliegen, such dir es aus. Na ja gut, dann beide Economy. Dann kommst du natürlich nach 10 Stunden in der Krippe, dann liegst du so irgendwie, hast du noch einen Nackenschmerz, kommst du an und dann fiel uns irgendwann mal auf, dass wir gar nicht über ein Hotel, über eine Übernachtung gesprochen haben. Untergrund, wo wir bleiben. Hatten die auch nicht dran gedacht, ja, also gab es nichts, haben wir bei Freunden gewohnt, die ich noch kannte. Naja, da sind wir da hin und dann irgendwie waren wir schon, ich kürze es jetzt sehr ab, waren wir um 3 schon, 15 Uhr bei dieser Verleihung, die bis 23 oder 22 oder 24 Uhr dauert. Und hingen da ab, hatten ein bisschen Fieber und die ersten Gäste kamen dann so um 18 Uhr und wir saßen da ganz oben und konnten unten sehen auf dem roten Teppich, also wir auf dem roten Teppich ging, war noch keiner da. Ich dachte, die scheinen alle Rufe, ne, wenn das so dick war. Ich gucke von oben runter und dann sehe ich so, füllt sich das langsam und ab 18 Uhr fahren dann die großen Limousinen vor. Ne? Da steigen dann die ganzen Jack Nicholsons aus, die Johnny Depps. Und da konnten wir, was wir auch gemacht haben, uns Ferngläser leihen,
um mal ein bisschen zu gucken, selbst bezahlt auch noch, 2,50 Dollar, wie die dann ein bisschen näher aussehen. Die haben wir dann auch gesehen. So, und nach 3-4 Stunden Warten mit Fieber, nichts zu essen, nichts zu trinken, das gab es da nicht, ging dann die Veranstaltung los. Und dann wurde man dann wie so eine Herde von links oder nach rechts getrieben. Da ist so, war so ein riesen Security Guard mit so einem riesen Megafon. Yeah, the business people on the left side, please. And the celebrities on the right side, please. Dann haben wir gedacht, was sind wir jetzt eigentlich? Sind wir jetzt Business People oder sind wir Celebrities? Weil ich habe ja da mitgespielt, aber bekannt bin ich in Amerika eigentlich nicht. Wo mussten wir jetzt hin? Und das hat auch eine halbe Stunde gedauert. Und dann, wo sind Sie gelandet? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall da, wo die eine Herde hingeschoben wurde, da sind wir dann mit. Naja, dann sind wir irgendwann mal da reingelassen worden. Dann ging es los, um 18 Uhr oder 19 Uhr ging es los. Ganz oben auf dem Balkon ist ein riesen Laden gewesen. Unten saßen die ganz vorne die ganzen Nicholsons wieder. Ne? Hier ganz oben, wo diese riesen Scheinwerfer oben am Balkon im Geländer waren, wo sich die ganze Hitze staut nach oben. Wir hatten sowieso schon ungefähr 39 Grad Fieber, da kamen noch, glaube ich, 3-4 Grad dazu. So, und dann ist die Show, ist ja immer live, und da kommen die Commercials zwischendrin. Und ich habe zum Schluss gesagt, ich muss jetzt mal was essen. Seit 12 Uhr nichts mehr gegessen. Und musste auf Toilette. Bin raus. Wir kamen eh noch nicht dran, bin raus und auf Toilette mit, zu trinken, gab es Wasser, zu essen gab es nichts, wollte wieder rein, Tür zu. Das war so ein Security-Team, sag ich, pass mal auf, ich habe da ein bisschen was mit zu tun, mit dominiert, ich möchte da wieder rein, das geht nicht, ich muss warten bis zum nächsten Commercial Break. Oh Gott. Da dachte ich, geil, jetzt habe ich alles auf mich genommen und verpasst die eigene Nominierung auch erstmal. Da sehen Sie mal, ne? Man denkt, wie das alles ausgeht, wie das ausgeht, ich habe viele Details ausgelistet und das im Vorfeld, kann man alles in meinem neuen Gut, mein erstes Buch. Genau, so sieht es nämlich aus, was bisher geschah auf dem Ochsenknecht. Vielen lieben Dank. Danach konnte man halt sich Autogrammkarten geben lassen. Da habe ich der lieben Anka eine ausstellen lassen, weil ich sie da schon nicht mehr gesehen habe. Ich dachte, wir sehen uns da vielleicht, weil Uwe Ochsenknecht war sie auch relativ interessiert. Und dann waren da zwei Damen, den habe ich auch von mir, Autogrammkarten wollte ich gerade sagen, so Lesezeichen, Werbelesezeichen mitgegeben. Und vielleicht gucken Sie ja dieses Video. Ihr zwei Mädels wart spitze, danke, dass ihr durchgehalten habt. Und danke, dass du so viele Fotos mit dem super tollen, coolen, lustigen Uwe Ochsenknecht und mir gemacht hast. Ich freue mich wie Bolle und der Typ ist richtig mega cool drauf. Ich dachte ja eher immer so, ja, der wäre so der Macho oder so, gar nichts, keine Star-Allüren, alles Tutti. Und auch wie er das so, ja, nahezu performt hat, sein neues Buch, fantastisch. Ich fand es echt super, super klasse. Ja, danach ging es weiter oder habe ich mich ein bisschen blamiert. Ich bin dann irgendwann bei Rowohlt aufgeschlagen, mal wieder, also da war ich ständig. Und habe dann die Frau Blum, eine Vertreterin, die ich auch seit, weiß ich nicht wie viele Jahren kenne, habe sie dann so gefragt, wann der Helmut Karasek denn da ist. Da sagt sie, Frau Buschmann, der ist bei Hoffmann und Campe. Ich so, wow. Bin dann wieder Treppen runter, weil das war wieder unten in der Halle, zu Hoffmann und Campe gestürzt. Und ja, da saß er und ich habe wirklich zwei Bilder bekommen. Also ich sehe gut auf dem Bild aus. Ja, Karasek guckt etwas anstrengend, aber ich will euch das Bild nicht vorenthalten. Hier ist es. Aber ich habe zwei, drei Worte mit ihm gewechselt und dort am Stand auch nette Leute kennengelernt. Also war auch super, ist einfach Hammer, wenn man dann so neben so einer Größe stehen darf, ne? Ja, dann ging es weiter zu DTV. Dort habe ich die liebe Ilke getroffen, eine ehemalige Kollegin, ja, Vorgesetzte von mir, die jetzt mittlerweile als Vertreterin für DTV zuständig ist, für DTV Junior wohlgemerkt. Sie hat mir dann für Carlos eine Jumbo-CD mitgegeben, mit einem fantastischen Titel, der heute echt passt, Folge deinem Traum. Und dieser ganze Tag war ja ein Traum und liebe Ilke, danke für die CD. Bei Ilke habe ich wieder einen Kaffee getrunken. Das war dann, glaube ich, mein dritter oder vierter, ich weiß es nicht. Wieder kam dieser Jens vorbei. Ja, wir haben uns nachher schon Spaß draus gemacht, war echt witzig. Ja,
nach dieser kurzen Pause bin ich dann wieder, glaube ich, ja, dann ging es wieder hoch zu Fischer. Und da trudelte dann auch Susanne Fröhlich ein. Und das hätte ich nie gedacht, dass ich die vor die Linse bekomme, weil gar nicht feststand, wann Susanne Fröhlich überhaupt aufkreuzt. Und ja, das war echt Glück, Zufall, dass sie gerade da gekommen ist. Was soll ich sagen, die sah Bombe aus. Die war super lieb, super nett, hätte ich nie gedacht. Hat dann auch gleich gesagt, ich soll mich über Facebook mit ihr verlinken, damit sie halt auch ein Foto bekommt. Und ja, Leute, was will man mehr, ne? Ey, Susanne Fröhlich, Hammer. Ja, danach ging es wieder zu Rowohlt. Dort habe ich dann den Andreas Winkelmann wieder mal getroffen. Und, ah, cool, lässig, wie immer. Und, ja, was soll ich sagen? Also, der ist großartig. Wir haben ein paar Worte gewechselt. Und, ja, war klasse, ihn mal wieder zu sehen und schön, dass es ihm gut geht. Und er ist, glaube ich, morgen noch auf der Messe und dann fährt er wieder zurück. Dann habe ich ja eigentlich heute Morgen mit dem Schriftsteller Horst Eckert, ja, hätte ich einen Interviewtermin gehabt. Ich habe aber noch nie ein Autoreninterview geführt. Ich habe auch tierische Angst davor gehabt. Irgendwie traue ich mich das noch nicht so, weil ich immer nicht weiß, was soll ich fragen. Und die sind zwar alle lieb und nett, ne? Ja, und da hat die Pressesprecherin von Rowohlt mir extra einen Termin freigehalten. Ich habe aber irgendwie gekniffen. Und ja, mittlerweile ist es ja so, dass teilweise auch ich erkannt werde. Also wirklich so teilweise. Und ja, dann kam die Pressesprecherin und hat halt gesagt, sie hatten doch einen Termin. Ich so, ja, es tut mir so leid und ja, ob ich den auch wahrnehmen möchte, ich könnte jetzt ein Interview mit ihm führen. Da habe ich gesagt, ja, ich möchte das ehrlich gesagt nicht so gerne. Ich würde gerne, also für Fotos bin ich immer zu haben und würde auch sein neues Buch lesen, aber für einem Interview fühle ich mich einfach nicht gewachsen. Und ja, was hat Horst Eckert gemacht? Kein Problem. Und hier ist das Foto mit ihm. Und dann hat mir die liebe, liebe Frau Panzer auch noch, also das ist unsere Vertreterin bei Rowohlt oder Keycount-Managerin, die hat uns noch den neuen Horst Eckert Schwarzlicht mitgegeben. Vielen Dank nochmal, Frau Panzer, falls Sie das sehen. Sie sind sowieso immer ein Schatz. Und wenn ich sage uns gegeben, dann muss ich gleich dazu sagen, ich habe die Wenke von dem Blog, also die Bloggerin Wenke, von dem Blog Mordsbücher getroffen. Auch da habe ich ein Foto für euch. Und auch beim Rowohlt-Stand hat mich angesprochen die Binea, glaube ich heißt sie, von Literatur. Wird es, glaube ich, geschrieben. Sie hat mir auch eine Visitenkarte in die Hand gedrückt und kennt mich durch meine Videos. Und ich ich lese ja so wenig, also ganz selten, dass ich mal einen Blog lese. Und ich kenne leider auch nur ganz, ganz wenig Blogger. Es tat mir, ich war auch ein bisschen peinlich berührt, dass ich sie halt nicht gekannt habe. Aber wir kamen dann nett ins Gespräch und ja, war auch super, super klasse. Dann ging es zurück zu Lübbe. Ich dachte, guckst du mal, ob vielleicht Britta Sabbak schon da ist. Britta Sabbak mit den wunderschönsten Haaren der Welt. Aber wir haben echt voll viel Spaß gehabt. Also Britta ist ein super, super Schatz. Aber ich komme gleich noch zu ihr. Wisst ihr eigentlich, dass ich sogar ein Buch mitgenommen habe? Ich fahre zur Buchmesse und nehme ein Buch von zu Hause mit. Sollte eigentlich so meine nächste Lektüre sein. Und zwar ist das von Veit Etzold, Seelenangst. Ne? Ich wollte mal wieder was Spannendes und ich fand ja Feine Katz super, super spitze. Und nun kommen wir auch schon zum Thema, denn bei Lübe habe ich auch getroffen, Veit Etzold. Und hier ist das Foto. Ja, dann saß ich noch eine ganze Weile mit Britta da. Wir haben ein Säckchen getrunken. Ich habe wirklich nur einen getrunken. Britta auch. Und haben uns köstlich amüsiert, über Gott und die Welt geredet. Es gibt so ein paar Menschen, die trifft man und die Chemie stimmt und es passt. Und das war Britta habe ich ja letztes Jahr auf der Buchmesse kennengelernt. Das passte von der ersten Minute und heute war es auch,
es ist manchmal echt verrückt so, als kennt man sich ein Leben lang und es war einfach fantastisch. Britta hat super mega Spaß gemacht und du hast wirklich wunderschöne Haare. Ja, dann wollte ich langsam raus, hatte mich von Britta schon verabschiedet. Ich glaube, von Britta habe ich mich insgesamt 6-7 Mal verabschiedet. Und ja, dann war Anka weg, die hatte Migräne und sie hat mir eine SMS geschrieben und dadurch, dass Anka weg war, war auch quasi die Gewinnerin von meinem Leseratte Mistet aus Beutel 1 weg. Das war echt blöd. Ich bin dann zur Garderobe, es gab diesmal keine Schließfächer, bin zur Garderobe und habe gefragt, ob ich die Beutel einen Tag länger noch stehen lassen kann und die haben Nein gesagt. Und es tut mir jetzt wahnsinnig leid, weil ich wusste echt nicht, was ich machen soll, weil morgen schleppe ich ja schon den nächsten Beutel mit auf die Messe und ich wollte ihn echt nicht wieder mit nach Hause, also mit in die Gastwohnung nehmen. Und ja, deshalb habe ich dann auf der Messe versucht, jemanden zu finden, der ja Frauenliteratur liest. Also es war ja so diese freche Frauen, hätte ich fast gesagt, wie nennen wir es, Powerfrauen-Chicklit-Romane im heutigen Beutel. Und ja, dann habe ich ein junges Mädel, Juliana, gefunden, die gesagt hat, oh ja, sowas lese ich. Dann bin ich zu Britta, wollte mir den Panda Blues signieren lassen und fast hätte Britta schon geschrieben für Leseratte oder irgend sowas. Dann habe ich gesagt, nein, das ist für die Gewinnerin von meinem Beutel, Leseratte Mistet aus. Und da habe ich gesagt, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Dann habe ich Juliana herbeigeholt. Britta hat das Ganze signiert. Hier mal ein Foto von den beiden. Ja, und dann stellte sich heraus, dass Juliana, man glaubt es kaum, eine Kollegin, eine Arbeitskollegin von mir ist. Auch sie ist bei Thalia und die ganze Gruppe von den Mädels waren mehrere, ich weiß gar nicht, so 5 oder so, die sind alle von Thalia. Das fand ich voll witzig und spannend. Die kommen auch hier aus der Nähe. Ja, und weil Juliana und ich zwei optische Super-Mega-Attraktionen waren, ja, Juliana viel eher als ich, aber dann wurden wir von einem Typen von Gerstenberg angesprochen und er wollte von uns Fotos machen, wie wir durch so diese Pixies Carlsen, ne? Ja, jedenfalls durch so aufgestellte Pappdinger gucken. Ich zeige euch hier auch nochmal die Bilder. Einmal Juliana und einmal ich. Ja, und auch mit dem Gerstenberg Verlag werde ich mich irgendwie vernetzen. Ja, und dann hoffen, dass ich halt seine Bilder, der irgendwie sah die Kamera noch professioneller und besser aus als meine. Und dass ich da die Bilder halt noch bekomme. Ja, war sehr schade, dass Anka so krank geworden ist, aber ich kenne das, Migräne ist echt scheiße. Und ich wünsche ihr an dieser Stelle gute Besserung. Keine Ahnung, wann das Video hochgeladen ist und ich muss ja die Fotos alle noch bearbeiten und so. Wir werden uns aber auf jeden Fall morgen wiedersehen und auch auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Zeit nehmen. Ja, ansonsten habe ich echt einige gute Kontakte geknüpft und ich hoffe wirklich, dass die Leute sich melden. Also da war eine Dame, die sich halt für Kinder einsetzt, für Straßenkinder und aus Wetzlar. Ich habe sofort gesagt, ich bin dabei und euch liebe es. Ja, solche Projekte, solche Veranstaltungen und je mehr Leute man zum Lesen bekommt, umso besser. Und ja, ich glaube, ich labe hier schon seit gefühlten 50 Stunden und deshalb will ich jetzt auch das Video beenden. Das war der erste Tag auf der Messe. Er war gigantisch, er war Hammer. Britta hat die Haare wunderschön. Und ja, ich hoffe, ihr schaut euch morgen mein Video auch wieder an. Ansonsten gibt es alle News momentan auf meinem Blog. Verlinke ich euch unten nochmal in der Infobox. Dort könnt ihr alles nachlesen. Hier und da gibt es Bericht über Facebook. Und ich wünsche euch allen eine schöne Zeit. Hoffe, wir sehen uns noch in der Woche wieder. Ja, ihr denkt bitte dran, Leseratte Mistet aus, quatscht mich einfach an und ihr kriegt den nächsten Beutel. Und ich werde ihn, glaube ich, diesmal mitschleppen, damit der oder diejenige die Beutel sofort bekommt, und ich ihn los bin. Ja, gut. Ja, und wenn ihr mich erkennt, ich freue mich total, wenn mich jemand anspricht. Es scheinen mich wahnsinnig viele Leute an meinen Haaren zu erkennen. Ja, ich werde nie wieder eine andere Frisur tragen. Das ist einfach nur
cool. Einfach echt schön, wenn Leute sagen, sie kennen meine Videos und was will man mehr. So, ich bin überglücklich, werde jetzt die Bilder bearbeiten und jetzt verabschiede ich mich endgültig. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis morgen, macht's gut, eure Leseratte. Tschüss!